Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um diesen alten Kulissentisch hier. Besser gesagt, den haben wir schon aufgearbeitet. Und wie du das Ganze machen kannst, das wird uns heute die Steffi zeigen. Besser gesagt, wir beide zusammen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, Steffi, warum gerade dieser alte Kulissentisch? Also, du meinst, warum wir hier so viel Arbeit reinstecken ja, mussten? Also, ja, wie die meisten hoffentlich inzwischen wissen, dass ich solche alten, charmanten Möbel einfach liebe. Und ich könnte also ja einfach neues Leben einhauchen. Der ein oder andere will jetzt wieder schreien, oh Gott, das arme Möbelstück. Aber lass es so, ne? Lass es so, aber das war schon, also ja, man hätte es lassen können, der war ja sehr dunkel gebeizt, aber ich fand es nicht schön und die Oberfläche war auch schon relativ ramponiert. Ja, sehr, sehr stark abgenutzt. Das Furnier war auch sehr stark abgeplatzt und ja, es musste einfach ein neuer Grundschliff her und ich wollte es insgesamt etwas freundlicher und heller und auch diese schöne das Eichenfurnier einfach wieder ein bisschen mehr zur Geltung kommen lassen. Genau, und wie das geht, das zeigen wir euch in diesem Video. Und lasst euch jetzt wirklich von den Bildern nicht abschrecken. Wir zeigen euch mehrere Wege, wie ihr da hinkommen könnt zum fertigen Ergebnis. Es ist wirklich nicht schwer. Was man dazu braucht, ist natürlich viel, viel Zeit und Geduld. Ne? Ja, Fleiß aber und die Geduld, genau. Hast du natürlich. Die hatten wir, genau. Und ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, mit den einfachsten, mit dem Schleifen. Ja. Mit den Schleifen, genau. Und dafür habe ich mir extra für dieses Projekt einen neuen Exzenterschleifer zugelegt, der einen Aufsatz hat von 150 mm Durchmesser. Ja, richtig cooles Teil. Und es hat so viel ausgemacht. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, wie es ohne dieses Teil gewesen wäre. Wie lange hast du dran geschliffen? Zwei Tage, ne? Mit diesem Gerät haben wir ja schon, obwohl das echt Power hatte, haben wir ja schon wirklich zwei Tage gebraucht. Weil der Kulissentisch, den kann man ja ausziehen auf sechs Teile, sechs Platten. Vier Meter ungefähr knapp, ne? Genau. Und da macht sich ja schon sowas dann bezahlt, wenn ihr sowas, nicht für einmal, aber wenn ihr sowas jetzt öfter mal vorhabt, dann können wir euch so ein Schleifgerät wirklich empfehlen. Ja. Es gibt natürlich auch noch andere Exzenterschleifer ohne Absaugvorrichtung, in einem anderen Preissegment, werden wir euch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Die Absaugvorrichtung. Genau, das war halt das, ne? Nonplusultra. Das war Nonplusultra, gerade für dieses Projekt jetzt für den Innenbereich, ne? Genau, für den Innenbereich. Und wir müssen sagen, jetzt hier im Wohnzimmer, schraubfrei, ne? Ja. Also wir waren sehr zufrieden. Super. Mhm. Genau. Natürlich für den Einsteiger oder Anfänger, man kann das auch per Hand schleifen. Das geht auch, aber da hätte ich jetzt wirklich von abgeraten, weil, also ich glaube, da würde man sich echt einen Wolf schleifen. Vor allem bei der Größe. Aber wenn ihr jetzt einen Esstisch habt, zusammengefahren bei der Größe, könnt ihr gerne, es gibt verschiedene Vorrichtungen, wo ihr Schleifpapier einspannen könnt. Und dann gibt das stimmt. Und dann könnt ihr das auch mal per Hand schleifen, das geht auch. Richtig, das würde ich auch mal, aber bei diesem Fall, jetzt war das gar keine Option. Für uns nicht, weil wir es öfter machen, genau. Und was haben wir, oder sagen wir mal so, jetzt kommen wir auf das Thema Schleifpapier zurück. Was empfiehlst du, wo man anfangen sollte? Was für eine Körnung? Beim Schleifpapier haben wir mit der 180er Körnung angefangen und haben uns dann langsam ins feinere Gebiet reingeschliffen. Gebiet? Also ich glaube, am Ende waren es 240er, aber eben auch nicht zu viel und zu lange, weil irgendwann ist natürlich auch das Furnier einfach durch. Ne? Durch. Da gibt es ein, zwei Stellen, die wir hier durchgeschliffen haben. Aber das unterstreicht den Charme von dem Tisch nochmal so ein bisschen. Ne? Wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, dass ihr wirklich nicht sparsam seid bei so einem Schleifpapier, dass ihr das wirklich häufiger wechselt. Genau. Und man merkt auch, also es lässt auch die Leistung nach vom Schleifpapier. Deswegen macht es auch Sinn, das häufiger zu wechseln, weil sonst schleift ihr euch da einen Wolf. Und was auch wichtig ist, dass sich das nicht zusetzt und die Absauganlage auch noch die Möglichkeit das hat, abzusaugen. Richtig, aber wie gesagt, wir bitten euch, macht das Ganze draußen, jetzt nicht in der Wohnung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das draußen zu machen, dann macht das auch. Oder Werkstatt, Keller. Um die Kanten von der Tischplatte zu schleifen, haben wir den Advanced Multi 18 verwendet. Den kennt ihr wahrscheinlich schon. Den haben wir beispielsweise beim Badezimmerspiegel verwendet. Ist wirklich ein richtig tolles Gerät und damit kommt ihr wirklich toll in die Kanten hinein. Also gib ihn wirklich und das ging auch richtig ganz, ganz schnell. Also für mich persönlich mein Favorit. Aber du siehst das ein bisschen anders, ne? Ich sehe es schon auch so für das Grobe, aber man muss schon auch Acht geben. Also das sind ja einfach elektrische Geräte mit einer Hochgeschwindigkeit und da geht auch mal ganz schnell eine Kante einfach
ganz schnell rund, die vorher vielleicht eckig war. Also deswegen da Obacht. Da gab's Ärger. Ja, Obacht. Und wir wollen ja nicht noch mehr Macken reinhauen, als sowieso schon da sind. Und ich bin dann auch schon ganz gerne mal für solche filigranen Sachen Fan von losem Schleifpapier. Okay. Oder einfach mit Hilfsmitteln wie Eckschleifer oder ein Schleifklotz oder sowas. Aber mit der Hand ist es einfach dann doch nochmal vom Gefühl her einfach sicherer. Ja, da gebe ich dir recht. Man kann ja nochmal nacharbeiten mit der Hand. Genau. Ja, sag ich ja. Grob und dann fein machen. Dann zur Tischoberfläche. Also wir haben es ja vorhin schon erwähnt, dass wir das Furnier ein, zwei Mal durchgeschliffen haben. Mhm. Es gibt Furnier, was ihr euch lose bestellen könnt. Empfehle ich aber jetzt nicht den Einsteiger oder Anfänger. Mhm. Ihr könnt Furnier rausschneiden und nachträglich furnieren. Ihr müsst aber bedenken, da der Tisch ja hier schon einige Jahre auf dem Buckel hat, dass ihr dann Farbunterschiede habt von dem Furnier später. Ja. Ist nämlich hier der Fall gewesen. Mhm. Steffi wird mich am liebsten erwürgen. Ihr könnt natürlich auch kleinere Stellen ausspachteln. Gibt es auch unterschiedliche Farbtönen-Spachtel? Ja, genau. Haben wir auch verwendet auf den anderen Platten. Ne? Mhm. So zwei Komponenten. Spachtelmasse. Ist ganz schnell ausgehärtet. Und nachdem das ausgehärtet ist, einfach wieder schleifen und fertig. Ja. Dann Tischoberfläche absaugen, ganz, ganz wichtig. Sauber machen, absaugen. Und bevor wir das Ganze jetzt versiegeln, kümmern wir uns um das Tischgestell. Richtig. Tischgestell ist ja dein Partner. Mhm. Da kommen wir nämlich wieder zu deiner Lieblingsfarbe, Kreidefarbe oder Sorte. Ja. Erzähl mal. Ja, was soll ich da erzählen? Am liebsten hätte ich natürlich den Naturton gehabt, aber nach 3 Tagen Dauerschleifen hatten wir dann keinen Bock mehr drauf und haben uns für die Kreidefarbe entschieden. Und wie geht ihr vor? Es ist natürlich wichtig zu entfetten, sauber machen und dann kann es auch schon losgehen. Pinsel, Farbe eurer Wahl und auf geht's. Auf geht's. Pink, ne? Nein, grün. Wir haben uns für schlichtes Weiß entschieden. Und was uns dabei aufgefallen ist, das ist jetzt vielleicht ist nicht so schlimm bei diesem Projekt, weil du es ja eh so einen Beige-Ton haben wolltest. Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Genau, die Gerbstoffe natürlich. Bei alten Möbeln wisst ihr nie, was sich da drunter verbirgt an Beize, an Klebstoffe, Nikotin, an irgendwelchen anderen Rückständen. Und die können natürlich bei Kreidefarbe, weil da ist kein Isoliergrund drin in der Farbe. Die ist ja sehr natürlich. Und wer das nicht möchte und das ganz reine Weiß haben möchte, aus so einem alten Möbelstück, sollte vorher mit einem Isoliergrund arbeiten und das wichtig. Möbelstück vorher einstreichen. Mhm. Das ist wichtig. Mir war es jetzt hier unwichtig, weil es sollte sowieso in einen etwas beigeren Ton gehen. Mhm. So, nach dem zweimal Streichen, um die gewünschte Deckkraft zu erreichen, kommen wir dann auch schon wieder zum Entstauben. Ach so, oh. Und um die Feinheiten rauszuholen, ein wenig abschleifen. Stimmt, du wolltest ja so den Stil vom Tisch beibehalten. Genau. Ne? Also man sieht ja anhand der Oberfläche, dass er ziemlich ramponiert ist. Und das wolltest du wieder fortfahren bei einem Tischgestell. Ne? Was hast du da gemacht? Ja, einfach Schleifpapier oder du hast Advanced Multi 18 in der Werkstatt vergessen. Ja, also ich habe aber auch einen Mausschleifer und habe den dann vorgekramt. Ja. Also es ist letztendlich egal, was du für ein Gerät verwendet. Ne? Ihr könnt natürlich auch ein anderes Produkt verwenden. Richtig. Ihr könnt es natürlich aber auch per Hand machen. Ja, das ist. Oder was ich richtig toll finde, es gibt so Bürsten, so Holzbürsten, die könnt ihr auch einspannen. Und damit könnt ihr schön zack mit einem Akkuschrauber rangehen und auch eine Struktur rausholen. Ja, hast du auch schon mal verwendet, ne? Bei der Bank. Bei der Bank und Regal? Ja, also kommt drauf an, ne? So wie ihr möchtet. Natürlich hast du auch gerade gesagt, da ist es nicht so Steffi der Fan von, weil man so Kratzspuren hat. Aber ihr wollt ja einen Vintage-Look haben. Je nach Belieben. Ich find's toll, du findest nicht toll, ne? Bei bestimmten Sachen. Kommt drauf an, für welches Möbelstück. Okay. So, und danach wieder gründlich absaugen und dann wird das Ganze gewachst. Wachsen ist richtig. Ziemlich einfach, oder? Wachsen ist ziemlich einfach. Also hier macht sich natürlich aufgrund des Musters und der Einschnitzungen ein schöner Pinsel, der vorne abgespitzt und rundlich ist und damit man auch in jede Ecke kommt. Und ein schönes Wachs her und dann wird das schon die ganze Oberfläche versiegelt einfach. Gewachsen, ne? Genau. Und jetzt kümmern wir uns um die Versiegelung der Tischoberfläche. Das ist jetzt mein Part. Da habe ich ganz normales Öl verwendet und zwar farbloses Öl. Ihr könnt natürlich auch das Ganze lackieren, wie ihr möchtet, mit einer Rolle. Aber das kann ich den Anfänger jetzt nicht empfehlen. Öl ist wirklich ganz, ganz einfach, ne? Wir haben das Ganze gründlich abgesaugt. Wichtig mit so einem Bürstenaufsatz. Warum? Hast du schon bei mir gelernt, ne? Wegen dem Staub, oder? Richtig, nee, damit die Poren richtig schön frei sind. Ja, sonst stellt sich der feine Staub wieder auf und dann habt ihr so eine raue Oberfläche. Ganz, ganz wichtig, das Ganze absaugen. Und dann habe ich den
Ich weiß es nicht. Wie lang ist der? Was haben wir gemessen? 6 Meter langer Kulissentisch? 6? Nein. 5? 3. Okay, 3. Ich sag 3 das. 3 irgendwas. Ich sag das. 20? Nein, das waren 4. Dann habe ich diese 4 Meter eingeölt und da habe ich einen breiten Pinsel verwendet. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Baumwolltuch machen, aber den ersten Ölauftrag würde ich mit einem Pinsel machen. Und ganz, ganz wichtig, macht das bitte in Längsrichtung bzw. in Faserrichtung. Mhm. Sprich, ihr seht jetzt hier, das ist die Faserung vom Tisch. Und dann habe ich das Ganze immer so gestrichen. Das Ganze ungefähr 30 Minuten lang einwirken lassen und das überschüssige Öl habe ich damit wieder mit einem Baumwolltuch entnommen. Ansonsten wird das Ganze ranzig und dann klebrig und dann braucht ihr wirklich 2 Wochen, bis das ganze Öl vertrocknet ist. Mhm. In der Regel ist dann am nächsten Tag, könnt ihr das dann weiter verarbeiten und da habe ich einen Schleifschwamm verwendet, sprich beim Öl haben sich dann die Holzfasern aufgestellt, die Oberfläche ist sehr, sehr rau und, das ganze, und dann wird das Ganze zwischengeschliffen. Genau. Auch wieder in Faserrichtung, das Ganze absaugen und dann hast du... Nochmal überölen. Genau, und das hast du dann gemacht mit einem Baumwolltuch, das Ganze das schön... das geht ziemlich einfach und auch schnell, schön, muss ich sagen. Hast du schön eingerieben dann und dann lassen wir das Ganze wieder trocknen und wer mag, kann natürlich den Vorgang wiederholen mit dem Zwischenschliff und das Ganze wieder ölen. Ja. Müsst ihr aber nicht. Nee, ist so schon echt super, also super glatt auch. Ist super glatt und dann gab es natürlich die böse Überraschung. Was ist passiert? Die helle Tischoberfläche. Ich habe 3 Tage lang an dieser Oberfläche geschliffen und ich fand diesen hellen Look so schön und hatte mich gefreut. Und dann das Öl hat es einfach so dunkel wieder gemacht, obwohl es ja farblos war. Aber diese Sättigung von der Eiche kam einfach wieder so dunkel raus. Du warst selber erstaunt. Ich war selber sehr überrascht, weil ich das nicht kannte. Aber wir können ja euch mal eine Zuschauerfrage stellen. Warum, weshalb war das so? Ich weiß schon ganz grob die Antwort, aber ich möchte das mal von euch wissen. Es gibt ja Eiche im Baumarkt gekauft. Ich weiß es schon auch, aber trotzdem waren wir schon sehr überrascht, dass es doch so stark aufgedunkelt wurde. Und ich war dann kurz ein bisschen traurig. Weil ich hätte es gern heller gehabt. So, jetzt heißt es ausziehen, also ich meine den Kulissentisch ausziehen und dann eine Runde essen, ne? Auf jeden Fall ist er jetzt wieder richtig schick geworden. Also ich bin richtig happy mit dem Ergebnis. Er ist einfach aufgefrischt, heller, freundlicher doch wieder, also einfach schön, finde ich. Richtig schön. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Ja. Wenn nicht, lasst das es uns wissen. Lasst es uns wissen. So. Ansonsten, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Ja. Alle Infos stehen natürlich unten verlinkt, was ihr dafür braucht. Ja, was machen wir? Wir essen jetzt was, ne? Wir haben Hunger. Wir essen und jetzt einfach mal. Danach machen wir uns weiter in die nächsten Projekte. Genau. Ciao. Ciao. Trinken wir jetzt mal einen Kaffee. Ciao, Kakao. Kaffee, ne? Machst du einen Kaffee? Mach einen Kaffee. Okay, sehr schön. Oh, hab ich mir verdient. Ist klar. Ah! Du Esel.